Wind und Schnee haben am heutigen Ausflug nach Bondo einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Cornelia Kompos wäre im Besuch vor Ort aber aus mehreren Gründen wichtig gewesen. Ja, es ist nicht wirklich ein Ausflug. Es ist in dem Sinn wichtig, zum ersten Mal der Bevölkerung auch unsere Solidarität kundzutun, der Bevölkerung, der Gemeindepräsidentin, aber auch den Angehörigen, die Menschen verloren haben in diesem Unglück. Und dann wäre es mir sehr wichtig gewesen, unseren Mitgliedern vom Zivilschutz den Dank und die Wertschätzung auszusprechen, für dass sie erstens freiwillig dort aufgegangen sind und dort eine Arbeit ausführen, die nicht ganz einfach zu bewältigen ist. Über 200 Zivilschützer stehen seit mehr als einem Monat im Südbündner Tal im Einsatz. Gut 25'000 Franken lässt sich der Kanton Thurgau die Hilfe kosten, was auch gut nur als Bargeld hätte können überwiesen werden. Aber also wenn man die Bilder in der Presse anschaut und die Zerstörung sieht, dann ist es klar, dass es beides braucht. Es braucht finanzielle Mittel für die Gemeinde Bondo, aber es braucht auch Manpower. Und das ist das, wo wir darum gebeten worden sind und das haben wir sehr gerne zur Verfügung gestellt. Es sind Häuser, die ausgraben müssen, ein Fangbecken, das vergrössert muss und ein Schutzdamm, der gebaut werden muss. Die Gemeindepräsidentin Anna Giacometti ist froh über die Hilfe aus der Ostschweiz. Bis in Bondo die Normalität aber zurückkommt, wird es noch lange gehen. Also es geht noch Jahre, weil jetzt im Moment haben wir nur provisorische Schutzbauten, das definitive Becken, das sehen wir dann, wie es wird aussehen. Und vor allem haben wir noch ein bisschen Angst. Es hat ja in dieser Wahlbundaska noch ziemlich viel Material, also Millionen Kubikmeter Material. Und wir wissen nicht im nächsten Jahr, denn wenn der Schnee schmilzt und bei starken Gewitter, ob das Material doch nicht noch einmal bis nach Bondo kommt. Und sollte dann wieder Hilfe gebraucht werden, geht Cornelia Kompos davon aus, dass zuerst die Einsatzkräfte vom Kanton Graubünden zum Einsatz kämen, bevor der Thurgau ein neues Gesuch überkommt. Aber wenn es da wäre, dann würden wir das sicher prüfen und unsere Hilfe nochmal zur Verfügung stellen.